Ich bin der Greg und ich habe ganz einfache Wünsche. Ich wünsche mir, dass seit Jahren Versprochenes endlich mal umgesetzt oder wenigstens begonnen wird. Der Bürgermeister hat in seinen Wahlkämpfen 2013 und 2019 das Schwimmbad zu einem zentralen Thema gemacht, es 2014 aber zugemacht und versprochen, dass es ein neues Schwimmbad geben wird. Bezahlbares Wohnen ist seit einer gefühlten Generation ein brennendes Thema. Bezahlbares Wohnen wurde am Grünen Weg und am Schelmsberg versprochen, das war es aber dann schon. Man hat uns versprochen, dass Pfungstadt attraktiver werden soll. Mehr und vor allem wertigere Arbeitsplätze sollen entstehen. Und nach wie vor pendeln mehr Menschen aus der Stadt heraus als in die Stadt hinein. Und die Anzahl der Pfungstädter Arbeitsplätze hat abgenommen. Man hat uns versprochen, dass die Verwaltung effizienter werden und uns Bürger durch einen hohen Grad der Digitalisierung das Leben erleichtert werden soll. Vieles hat man versprochen und leider wenig gehalten. Und ich will mich heute mal um den Verwaltungspart kümmern. Das Wohnen und das Schwimmbad behandeln wir ganz sicher an einer anderen Stelle und ausführlich. Natürlich versuche ich Brücken zu schlagen. Ich will nicht der böse Bube sein. Die Verwaltung, der Bürgermeister und die anderen Parteien sind nicht meine Feinde. Andererseits weiß ich genau, dass die UBP und ich seit Jahren wie Don Quixote gegen Windmühlen kämpfen und wenigstens etwas mehr Effizienz und Effektivität einzubringen. Leider heißt bei solchen Ansinnen meistens jeder zweite Satz, man kann die Verwaltung nicht mit der freien Wirtschaft vergleichen. Das ist Blödsinn. Geld kommt ja rein. Man muss absolut nichts dafür tun und das Geld ausgeben ist mit Arbeit verbunden. Und jetzt sehen Sie sich mal Ihre Wasserabrechnungen, Ihre Grundsteuer, Straßengebühren und so weiter an. Kommen Sie damit klar? Die Mehrheit nicht. Und es wäre so einfach, die Dokumente den Bedürfnissen der Bürger anzupassen. Also vergleiche ich weiterhin die Stadt mit einem Betrieb der freien Wirtschaft. Immerhin ist die Stadt Pfungstadt ein Arbeitgeber mit ungefähr 300 Mitarbeitern und ungefähr 60 Millionen Jahresumsatz und damit zweitgrößtes Unternehmen der Stadt. Da kann man schon etwas mehr verlangen als beim Dönerladen um die Ecke. Vielleicht vereinfachter Digitalisierung, Zugänge zu Formularen, vereinfachte Abrechnungen, vereinfachte Darstellung des jährlichen Haushaltsplans und so weiter und so fort. Vieles hat man uns seit Jahren versprochen und nichts Wesentliches ist passiert. Zumindest nicht für den Bürger direkt. Aber passiert ist Folgendes. Wir haben uns um den Hessentag bemüht und schneller als gedacht hatten wir gegen große Konkurrenz gewonnen. Dass es keine Konkurrenz gab, war schon bei der Vorstellung der Idee klar. Es gab in den letzten 10 Jahren keine einzige Ausrichtung der Stadt, die nur mit einem blauen Auge davongekommen wäre. Wir machen jetzt den Hessentag light oder Straßenkehrt groß oder keine Ahnung. Wir haben auch die Posse des Jahres 2019 in Pfungstadt erleben können. Ein windiger Investor hat der Brauerei und der Stadt goldene Zeiten versprochen und die Stadt, also der Bürgermeister in diesem Fall, hat dem windigen Investor im Gegenzug das Schwimmbadgelände versprochen. Millionen von Plastikflaschen mit Pfungstädter Bier sollten abgefüllt und ausgerechnet nach China transportiert werden. Dass das ganze Ding aufgeflogen ist, hat man einzig und allein der UBP zu verdanken. Wir waren diejenigen, denen das faule Ei sofort aufgefallen ist und wir waren die einzigen, die genau recherchiert haben. Und wir waren diejenigen, die mit Engelsgeduld den Bürgermeister und die anderen Parteien aus ihren Tagträumen gerissen haben. Der vermeintliche und doch so großzügige Investor ist zwischenzeitlich in der Versenkung verschwunden. Klar, weil ja auch andere Geschädigte dringend nach ihm suchen. Die UBP ist mit 25% in der Stadtverordnetenversammlung vertreten. Das reicht leider manchmal nicht aus, um etwas umzusetzen, trotz des häufigen Beistands der einen oder anderen Partei. An uns wurde häufig kein gutes Haar gelassen. Man hat uns sogar mit der AfD in einen Sack stecken wollen. Ach, ich bin vom Thema abgekommen. Es ging ja um Versprechungen. Pfungstadt kann besser, das war unser Wahlslogan 2016. Pfungstadt kann noch besser, müsste es eigentlich heißen. Denn wir wollen Mittelzentrum bleiben, wir wollen eine attraktive Stadt sein und wir wollen nicht Fragen, Probleme, Versprechungen, Zusagen über Generationen ins Land tragen. Es sind in der Hauptsache Fragen, die in der Verwaltung gelöst werden müssen und die wollen wir reformieren und auf einen Stand bringen, der in einer digitalisierten Welt unumgänglich ist. Ohne dass man sich mit den Themenkomplexen effiziente Verwaltung grundlegend beschäftigt, wird die Stadt nicht in der Lage sein, sich langfristig gegenüber den anderen Städten und Gemeinden des Umkreises zu behaupten. Dass man da jetzt schon Schwierigkeiten hat, merkt man daran, dass der
das Land Hessen uns den Status des Mittelzentrums abnehmen will und sozusagen mit Griesheim verbandelt. Erstens haben wir wenig Deckungsgleichheit mit Griesheim und liegen 10 Kilometer auseinander. Zweitens kostet uns das geschätzte 3 bis 5 Millionen Euro. Und drittens würde die Stadt Pfungstadt als kleinerer Partner mit der Zeit untergehen und vollends seine Selbstständigkeit verlieren. Das wollen wir keinesfalls. Dass meine Wünsche Wirklichkeit werden, daran will ich mit der UBP und auch mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien arbeiten. Also machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Und das sehen Sie nächste Woche. Musik.